Die Entnazifizierung, die in der sowjetischen Besatzungszone sich vollzog, war eine andere Art als wie in den westlichen Zonen. Es gab bei uns keine Ausschüsse zur Entnazifizierung, sondern es gab Befehle der sowjetischen Besatzungsmacht, zum Beispiel nicht, dass alle Nazi-Aktivisten aus der Verwaltung zu entlassen seien, dass alle Nazi-Aktivisten aus dem Schulwesen zu entfernen sind. Das ist mir bekannt. Andere Anweisungen dieser Art weiß ich nicht oder sind mir unbekannt. Und mir schien, dass die wichtigste Frage eigentlich nicht nur darin bestand, die Träger narzisstischen Gutes aus einflussreichen Stellen zu entfernen, sondern dass gleichzeitig es aber notwendig war, eine politische Arbeit zur Beseitigung des faschistischen Ungeistes durchzuführen. Und da muss ich sagen, auf diesem Gebiet ist doch eine ganze Reihe von Dingen geschehen. Nicht nur die Volksbildung betrafen, sondern auch das kulturelle Leben. Und ich nenne auch Filme, die hier eine Rolle gespielt haben. Sodass also, ich glaube, die ganze Entnazifizierung ist ja nicht nur eine Aktion, die von heute auf morgen abgeschlossen werden kann, sondern bedauerlicherweise waren ja breite Bevölkerungskreise von dem faschistischen Gift infiltriert worden. Also die Entnazifizierung, die sehe ich in einem breiteren Spektrum als wie nur mit der Entlassung der Träger faschistischer Ideologien aus Verwaltung und aus der Volksbildung.